Also ich war zu der Zeit dann gerade 18. Dann war das einmal so, dass wir an einem See waren, also ein paar Freunde und ich, also ich bin gefahren. Und dann sind wir vom See irgendwann zurückgefahren. Da kam dann quasi ein LKW von rechts und ich habe den nicht gesehen und wollte trotzdem dann abbiegen. Und dann hat mein Beifahrer im letzten Moment noch sehr laut dann mir quasi zugerufen, dass ich stehen bleiben soll. Also ich bin dann auch sofort stehen geblieben, ich habe dann gebremst und das war dann quasi so die erste Situation oder das erste Erlebnis, wo mir das dann tatsächlich auch ein bisschen bewusster geworden ist, dass da was nicht stimmt. Hallo, ich bin Clara, ich bin 22 Jahre alt. Ja, momentan sehe ich auf dem rechten Auge ungefähr 5% und auf dem linken nichts. Zum Beispiel, wenn mir jemand auf 1 Meter Entfernung einfach was hochhält oder irgendwas zeigen möchte, zum Beispiel wie viele Finger er da zeigt, würde ich das jetzt theoretisch nicht erkennen. Ich bin zu 100% schwerbehindert. Wenn ich aber das zu jemandem sage, dann ist das Erste, was die machen, immer erstmal so wie so lachen nach dem Motto, ja, ist klar. Das ist den meisten nicht bewusst, dass auch das eine Schwerbehinderung ist. Ja, ich gehe halt absichtlich so nah ran, um halt einfach möglichst viel zu erkennen, aber so komplett alles erkenne ich jetzt auch nicht. Nachher nehme ich euch noch ein bisschen mit zum Einkaufen, dann treffen wir uns noch mit meinem Papa und dann müsste ich später noch arbeiten gehen. Also ich nehme, wenn ich rausgehe, keinen Blindenstock mit, weil ich es einfach nicht brauche. Stolpern gehört auch dazu. Und ansonsten ist es ja einfach dafür, um sich zu orientieren und das kann ich auch ganz gut alleine noch. Nach der Situation im Auto bin ich dann erstmal nach Hause und habe quasi mit meinen Eltern dann besprochen, was da passiert ist. Und die sind dann quasi auf mich zugekommen und haben gesagt, vielleicht gehst du einfach mal zum Arzt und lässt einfach mal das abchecken, was das jetzt sein könnte. Die hat einfach mit ihren Geräten geguckt und hat eigentlich bei allem, was sie gemacht hat, gesagt, ich weiß nicht, warum du schlecht siehst. Und die hat dann gesagt, fährst jetzt nach Halle in die Notaufnahme. Da haben sie dann gesehen, dass da irgendwas ist und haben dann gesagt, okay, das würden wir jetzt operieren. Haben dann mich dann dort operiert, haben danach gesagt, okay, wir haben das jetzt quasi wieder gerichtet, es müsste jetzt besser werden. Und da war ich natürlich einfach dann zufrieden, weil wenn mir das so gesagt wird, dann vertraue ich dann natürlich drauf. Ja, also ich benutze, um zu gucken, welche Bahn als nächstes kommt, auf diesen Tafeln benutze ich halt meine Handylupe, um einfach mir das ein bisschen näher ranzuholen. Das ist auch tatsächlich schon passiert, dass ich auch ab und zu mal in die falsche Bahn gestiegen bin, einfach weil ich es nicht erkannt habe. Ja, als ich dann irgendwann festgestellt habe, dass das doch immer noch schlechter ist, das weiß ich auch noch ziemlich genau. Ich hatte mich da auch fertig gemacht für die Arbeit und bin dann auch dorthin gefahren. Also ich hatte damals im Fitnessstudio gearbeitet und bin dann da, glaube ich, von oben irgendwo aus diesen Umkleiden gekommen, habe irgendwie so gerade auf mein Handy geguckt und habe wieder dann, also das war dann ziemlich groß alles und habe aber nichts mehr erkannt und dachte mir so, ach, was mache ich denn jetzt so? Und dann stand ich halt da, musste trotzdem weiterarbeiten, aber hatte das die ganze Zeit so im Hinterkopf. Ich dachte in dem Moment immer noch, okay, es ist ja nichts mehr. Die haben ja rausgefunden, was es war. Also kann es ja nicht schlechter werden. Und da war ich schon ziemlich traurig drüber, weil, also, das heißt traurig, war schon echt ein bisschen deprimiert, weil es wurde dann wirklich immer weniger und es wurde immer schlechter. Und dann war ich halt auch so, ich kann jetzt auch langsam kein Auto mehr fahren und was ich denn machen soll, war halt schon ziemlich schwer, das so mitzukriegen oder damit, also ich habe mich auch ein bisschen nicht alleine damit gefühlt, aber das kann einem ja niemand abnehmen in dem Moment und das war halt einfach, ja, Mist. Also ich benutze jetzt keine besonderen Hilfsmittel beim Einkaufen, ich gehe halt einfach nur sehr nah ran, um jetzt mir die Preise anzugucken oder auch die Preise zu vergleichen. Beim Einkaufen wurde ich tatsächlich auch schon relativ oft ein bisschen blöd angesprochen und wurde dann darauf hingewiesen, mir doch mal eine Brille zu besorgen oder nicht so eingebildet zu sein, um die Brille nicht aufzusetzen. Wo ich dann auch immer so ein bisschen schockiert war kurz, weil ich dachte, wieso spricht man denn fremde Personen beim Einkaufen an? Hi Clara. Wir hätten gern einen mittleren Kaffee, einfach schwarz, und für Sie einen Kaffee mit Milch. Sehr gerne.
Meine Frau und ich haben Clara in der ersten Phase der Krankheit als sehr hilflos empfunden. Wir selber waren genauso hilflos. Sehr schlimm, sehr krass war halt diese Unsicherheit, einfach nicht zu wissen, verschiedene Sachen von Ärzten vorgespielt zu bekommen und einfach immer wieder zu spüren. Wir wissen nicht, wie es weitergeht, wir wissen nicht, woher das kommt und du kannst es einfach nicht greifen und das ist halt sehr, sehr schlimm. Ja, die Ärzte waren dann, glaube ich, auch erstmal so ein bisschen überfragt. Also, und irgendwann haben sie dann gesagt, ja, wir haben jetzt noch quasi eins, was wir mal testen würden. Haben aber auch nicht gesagt, was es ist. Und dann wurde gesagt, hier, wir haben da was rausgefunden. Wurden dann zusammen, also ich und meine Eltern, in dieses Sprechzimmer von dem Arzt mit der Oberärztin, glaube ich, geholt. Die Ärzte haben dann gesagt, dass ich Lohn habe und haben mir dann auch so ein Stück weit verständlich erklärt, was das jetzt bedeutet. Also, dass meine Sehnerven einfach absterben und das klang für mich sehr schlimm. Also, wo ich wirklich ziemlich oft da saß und dachte, wie soll ich damit umgehen, wenn ich wirklich blind werde? Also momentan gibt es keine Therapiemöglichkeiten, um Lohn bei mir zu heilen. Es gibt Tabletten, die ich aber derzeit nicht nehme. Also die soll man 2 Jahre nehmen. Wenn sich dann keine Veränderung einstellt, dann lässt man es halt. Und ansonsten gibt es da gerade weiter nichts. Man würde wahrscheinlich denken, dass ich dann erstmal super traurig war oder so. Es ging dann aber eigentlich, weil es konnte keiner so ganz nachempfinden, wie ich sehe. Und deswegen waren alle sehr vorsichtig. Es gab halt so eine Situation, wir haben zu Hause einen sehr großen Garten und wir haben immer mit geholfen, also wir sollten immer ein bisschen was mitmachen, wie zum Beispiel Rasenmähen. Und irgendwann hat meine Mama zu mir gesagt, du musst ja nicht Rasenmähen, du siehst es ja nicht. Und ich habe gesagt, nein, man kann ja auch quasi mit zu den Augen Rasenmähen. Ich war ja nicht komplett blind, deswegen habe ich gesagt, doch, das passt schon, ich mache das trotzdem. Und irgendwann gab es auch einen Moment, wo ich gesagt habe, wäre ganz cool, wenn ihr nicht so quasi mich mit Samthandschuhen anfasst. Warum soll ich es jetzt nicht mehr machen? Weil ich habe es 18 Jahre lang gemacht, nur weil ich jetzt ein bisschen weniger sehe. Wir konnten das nur ahnen, was in Clara vor sich geht. Niemand konnte in sie reingucken. Sie war natürlich sehr ruhig, sehr verschlossen. Hat sicherlich auch Tränen vergossen. Wir haben versucht, ihr diese Zeit auch so angenehm wie möglich zu gestalten, obwohl keiner zu der Zeit ihr irgendwas von ihrer Last abnehmen konnte. Denn sie ist diejenige, die diese Sachen am eigenen Leib erlebt hat. Wir als Eltern waren sehr traurig und sehr mitfühlend, aber wir konnten ihr das leider nicht abnehmen. Nach der Diagnose stand sehr schnell fest, dass das eine Behinderung ist, unumkehrbar. Und von jetzt auf gleich muss man sich als Eltern mit der Tatsache anfreunden, dass man einfach ein behindertes Kind hat, ohne zu wissen, wo das eigentlich endet. Das heißt, du denkst drüber nach und gehst davon aus, dass du vielleicht dein Kind, was 18 Jahre normales Leben gehabt hat, was vielleicht in dem Moment kurz davor stand, ihr Elternhaus zu verlassen, nicht in der Lage ist, ein eigenes, selbstbestimmtes Leben zu führen. Also es ist natürlich auch schön zu wissen, dass meine Eltern auch immer für mich da waren, aber es ist halt auch irgendwo so ein bisschen traurig zu hören, dass es auch für die sehr schwierig war in der ganzen Zeit. Ja, warum mir das dann irgendwann auch nicht mehr möglich war, die Ausbildung weiterzumachen. Also es war wie so ein Fernstudium, würde ich sagen. Ich war einmal im Monat in Berlin in der Schule und den Rest hatte ich aber Bücher zugeschickt bekommen, die ich selbstständig hätte durcharbeiten müssen. Das war sehr schwer, weil ich einfach das nicht mehr lesen konnte. War dann halt auch so ein Punkt, wo ich für mich selber erkennen musste, dass es einfach auch nicht mehr normal weiterging, sondern dass man halt einfach solche Hilfen in Anspruch nehmen muss. Ja, ich hatte mich dann letztendlich doch dazu entschieden, den Grundreha-Lehrgang in dem Berufsförderungswerk in Halle zu machen. Und das war aber so ein Punkt, dann auf eine Schule zu gehen, wo dann
sehr viele Menschen sind, die quasi blind oder sehbehindert sind. Das wollte ich eigentlich gar nicht, weil mir war es sehr wichtig, so normal wie möglich zu leben, weswegen ich sehr schnell gesagt habe, ich möchte nicht in diesem Wohnheim hier bleiben. Und dann habe ich mir eine Wohnung dort gesucht in Halle, so eine kleine Einraumwohnung, die ich dann auch mit diesem Ausbildungsgehalt da bezahlen konnte. Das hat mich dann auch wieder so ein Stück weit glücklicher gemacht. Die Frage kommt ja auch oft so, ja, kannst du irgendwann noch blind werden? Und gerade dann denke ich auch immer drüber nach und denke mir so, ach, wie geht's denn dann weiter? Also klar wurde ich darauf geschult, sage ich mal, dann damit umzugehen, aber wie man dann letztendlich wirklich damit umgeht, wenn wirklich alles dunkel ist, so, ich glaube, da kann sich keiner so richtig drauf vorbereiten. Also Clara kam im Sommer diesen Jahres zu mir und sagte klipp und klar, sie hat keine Lust, einen Beruf auszuüben, der auf ihrer Ausbildung im Berufsbildungszentrum für Sehbehinderung, den sie dort erlernt hat. Sie möchte nach Leipzig, möchte in die Gastronomie. Ich war erst mal erstaunt und baff und dann habe ich mich aber echt gefreut. Weil man ist dann auch glücklich, wenn sein Kind an dem Punkt nicht den Kopf in den Sand steckt, sondern immer weiter nach vorne denkt und dabei ist, auch Berge zu versetzen. Tatsächlich fällt es bei einigen Sachen immer mal auf, dass ich relativ wenig sehe. Also einfach, wenn man an dieses Gerät, um die Getränke oder Essen zu bongen, ziemlich nah rangeht oder wenn man auf die Rechnung noch mal ein bisschen genauer drauf guckt, so, dann stellen die schon immer mal ein paar Fragen. Was relativ viele immer sehr witzig finden, ist, wenn wir abends, wir haben so Kerzen auf den Tischen und wir machen die halt an, wenn die sich da hinsetzen. Und um mich nicht so komplett auf den Tisch drauf zu legen, versuche ich das schon immer von weit weg zu machen und dann so nach 30 Sekunden gucken sie mich immer ein bisschen an und so wie, ja okay, du triffst die Kerze überhaupt nicht, weil ich so 5 cm neben der Kerze versuche. So, ich halte das Feuerzeug halt so ein bisschen daneben. Und dann frage ich auch immer irgendwann so, treffe ich die denn überhaupt? Und die so, nee. Ja, ich sage denen eigentlich immer freundlich, dass ich relativ wenig sehe und dass mir eine Brille nicht hilft und dass ich einfach quasi blind bin. Ich habe mich bewusst auch fürs Kennen entschieden, weil damit jetzt niemand so gerechnet hat und ich das dann halt auch so ein bisschen wahrscheinlich beweisen wollte. Ich glaube, das hat mich auch so ein bisschen angetrieben, dass das halt quasi immer alle gesagt haben, das geht nicht, dass ich das dann eigentlich noch mehr wollte oder noch so ein bisschen mehr beweisen wollte. So, doch, das geht schon. Ich bewundere an Clara, dass sie an dieser ganzen Geschichte gewachsen ist, weil sie sich jeden Tag selber beweist, dass an dem Punkt nicht irgendwo Schluss ist. Man muss nicht den Kopf in den Sand stecken, wenn das Leben einen Knüppel zwischen die Beine wirft, sondern man kann einfach geradeaus schauen, vorwärts gehen und seine Träume verwirklichen. Und das erfüllt uns jeden Tag mit Stolz. Und ich glaube, auch ich bin an dieser Sache gewachsen. Also Clara zeigt mir halt jeden Tag, was das Leben einem ermöglicht, wenn man es nur will. Also ich würde mir wünschen, dass man einfach, oder dass andere Leute auch einfach ganz normal mit einem umgehen. Und wenn irgendwas nicht passt, dann melde ich mich schon so. Der Unterschied, wie ich damals war und wie ich jetzt bin, ist, glaube ich, dass ich auch dadurch, also durch diese Krankheit, echt ein bisschen selbstbewusster geworden bin. Also was man jetzt vielleicht nicht erwartet hätte, so, wenn man mich damals gekannt hat, so. Ich glaube, viele haben damit gerechnet, dass ich irgendwie erstmal so in ein Loch falle oder einfach erstmal super traurig bin deswegen und jetzt aber relativ gut damit klarkomme und eigentlich noch so das Beste daraus mache. Wenn euch dieses Thema interessiert, schaut gerne bei Reporter vorbei und vergesst nicht, TruDoku zu abonnieren.